Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Kunstakademie Bad Reichenhall. Mein Name ist Stefan Wimmer und ich leite die Kunstakademie seit 2017. Kommen Sie doch mit rein. Unsere Ateliers befinden sich in der alten Saline von Bad Reichenhall, einem Industriejuwel aus dem Jahr 1840. Das liegt inmitten einer beeindruckenden Natur- und Bergkulisse, aber auch einem städtischen Umfeld mit schönen Gründerzeitvillen. Ich befinde mich gerade hier im Foyer und hinter mir sieht man die Bibliothek. Wir haben hier unten einen Medienraum, in dem wir Filmvorführungen machen, einmal im Monat, und darüber hinaus Lesungen und Vorträge zur Kunst veranstalten. Wir sind eben mehr als eine reine Malakademie, wir sind ein Ort kreativer Bildung. Und deswegen betreiben wir dazu, 5 Minuten von hier zu Fuß entfernt in der Altstadt, auch eine städtische Galerie, in der wir bis zu 8 Ausstellungen im Jahr realisieren. Zum einen mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Akademie, aber auch mit internationalen renommierten Positionen wie Thomas Ruff oder Robert Longo. Wir sind aber auch im besten Sinne barrierefrei. Wir bieten unseren Teilnehmerinnen die Möglichkeit, mit Stipendien an Kursen teilzunehmen, die vielleicht nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben wie andere. Aber darüber hinaus sind wir es im eigentlichen Sinne auch barrierefrei. Wir haben einen Aufzug und eine behindertengerechte Toilette, sodass wir auch tatsächlich Menschen mit Einschränkungen, mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, gute Arbeitsbedingungen ermöglichen können. Begleitet mich doch in den Oberlichtsaal in der ersten Etage. Mit ca. 600 Quadratmeter Atelierfläche bieten wir für unsere 1200 Teilnehmerinnen im Jahr aus ganz Europa ideale Arbeitsbedingungen. Ja, wir sind hier in unserem Oberlichtsaal, ein Raum, den wir sehr gerne auch für unsere Meisterkurse benutzen, wie zum Beispiel Leiko Ikemura, Rosa Loy oder auch Katharina Sieverding. Die männlichen Vertreter sind Mischa Kubal, Bernd Zimmer und Stefan Balkenhol. Während man sich für Meisterkurse bewerben muss, sind unsere Akademiekurse, mehr als 100 im Jahr, für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Wir bieten diese Akademiekurse in allen denkbaren Techniken an, sei es Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Land- und Urban Art und nicht zuletzt auch jetzt seit Neuestem in Design und Architektur. Also ein ganzes Spektrum künstlerischer Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, wir befinden uns hier im B-Saal, dem sogenannten B-Saal, der nach dem großen Stadtbrand 1834 zusammen mit der Saline das eingerichtet worden ist. Ein Raum, der historisch besonders wichtig ist. Er ist mit einer wunderschönen Holzkassettendecke unser kleinstes Atelier, ca. 120 Quadratmeter groß. Dieser Raum wurde geschaffen für die protestantischen Mitarbeiter der alten Saline, weil man zu diesem Zeitpunkt für die Protestanten in Bad Reichenhall noch keinen Kirchenraum hatte. Wir nutzen diesen Raum für spezielle Kurse, die besondere Intimität benötigen, wie zum Beispiel Aquarellkurse, Zeichnungskurse, Aktkurse oder auch Kurse für das Künstlerbuch oder die Bildhauerei. Wir gehen jetzt wieder in unser Erdgeschoss hinunter und besuchen unser größtes Atelier. Ja, wir sind hier in unserem größten Malatelier mit mehr als 250 Quadratmeter Grundfläche und vor allen Dingen 5 Meter Deckenhöhe. Ist es ein Ort, wo vor allen Dingen auch Kurse stattfinden mit großformatiger Malerei. Man sieht an den Wänden diese großen weißen Flächen, die die idealen Arbeitsbedingungen sind, auch für Gemälde bis zu 4x6 Meter. All unsere Malateliers, hier sieht man es besonders schön in diesem Raum, sind mit speziell für uns entwickelter Lichttechnik ausgestattet worden, die den gesamten Raum gleichmäßige Lichtverhältnisse ermöglicht und damit zu jeder Tages- und Jahreszeit beste Bedingungen für künstlerische Arbeit ermöglicht. Könnt ihr vielleicht nur am Wochenende oder gar nicht nach Reichenhall kommen? Kein Problem. In knackigen 3 Tageskursen bieten wir euch volle künstlerische Entfaltungsmöglichkeiten. Jedes Jahr entwickeln wir unser Kursangebot weiter. Seit diesem Jahr gibt es Online-Kurse,
neben den Präsenzkursen. Wir bieten ein Abonnement an und wir führen neue Techniken ein. Neben Design und Architektur gibt es seit diesem Jahr auch einen Kurs in kreativem Schreiben. Ach ja, nicht zu vergessen. Die Kunstakademie befindet sich in einem wunderbaren Umfeld. Nicht nur das Areal der alten Saline mit dem im Hintergrund zu sehenden Restaurant und dem Künstlerbedarfsladen Bösner. Nein, sondern die gesamte Stadt ist umgeben von schöner Architektur, zahlreichen Restaurants und Cafés und zu guter Letzt und ganz wichtig für unsere Teilnehmerinnen natürlich Unterkünfte von privaten Unterkünften hin bis zum 4-Sterne-Hotel.